und Raphael wieder mal getrunken zu dem Red Fire Review und los geht's! Willkommen beim Red Review Videomagazin und wie ihr gerade schon im Intro gesehen habt, wisst ihr auch jetzt, worum es geht. Ein neues Review, diesmal geht es um die Achterbahn Red Fire. Red Fire steht seit 2015 im VRC. Das VRC ist ein Freizeitpark, der gehört zum VRC Port Marina. Und das Ganze ist in Istanbul auf der asiatischen Seite von Istanbul und ein Parkcheck dazu gibt es hier auf dem Kanal auch schon. Solltet euch eventuell mal angucken. Da seht ihr, was es sonst noch für Attraktionen im VRC zu entdecken und zu erleben gibt. Einigen wird eventuell Red Fire ziemlich bekannt vorkommen, denn diese 980 Meter lange Intamin-Achterbahn mit einem LSM-Launch-Abschuss ist nicht einmalig, sondern steht auch so nochmal in einem anderen Freizeitpark. Da beschleunigt die von 0 auf 100 km/h und hier im VRC beschleunigt die von 0 auf 110 km/h. Das ist der einzige kleine Unterschied, den wir gemerkt haben. Also wir sind die gefahren und haben gesagt, irgendwie war das intensiver und schneller, als wir das kannten, obwohl das nur so eine kleine Differenz ist. Kann natürlich auch Einbildung gewesen sein, aber es liegt doch anderthalb Jahre zwischen Red Fire und der Fahrt auf der anderen Bahn. Alle wollen, sag doch mal, was für eine Bahn. Wer sie nicht kennt, das Vorbild für Red Fire ist iSpeed in Mirabilandia. Dazu gibt es ein Review hier auf dem Kanal auch schon zu iSpeed und auch ein Parkcheck zu Mirabilandia. Ist ein Freizeitpark in Italien, direkt an der Adriaküste. Sehr cool, die Bahn gefällt mir auch sehr gut. Ist da nochmal einen Hauch besser thematisiert. Aber thematisierungsmäßig tun die beiden Bahnen sich nicht wirklich viel. Beide haben sogar die gleiche Schienenfarbe, sondern rote Schienen. Haben so Formel 1 rennwagenmäßige Züge. Bei Red Fire sind es übrigens zwei Züge mit jeweils drei Wagen, wo zwei Leute nebeneinander und je zwei hintereinander sitzen. Und ihr bekommt die schönen neuen Intamin-Bügel, die so quasi Lapbars sind, die aber halt von oben kommen, wie die meisten von euch es wahrscheinlich von Taron kennen. Ist vom Typ her halt auch wie Taron ein Blitzcoaster von Intamin. Ja, und sogar das Stationsgebäude sieht von außen ähnlich aus, erinnert auf jeden Fall sehr stark an iSpeed, nur ist halt VSC wirklich nicht thematisiert. Es sieht von unten, wenn man die Kamera hat es nicht gepackt, als sie vorne drauf war, haben die G-Kräfte die Kamera nach vorne gebogen oder gedreht oder wie auch immer. Und dann sieht man halt, wenn man in die Station einfährt, unter die Station, so, da sieht es echt schlimm aus. So kenne ich das nicht von anderen Bahnen eigentlich. Ist aber auch Wayne und ich weiß nicht, ob das jetzt nur daran lag, dass der Park eigentlich regulär geschlossen war oder nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall ist halt thematisierungsmäßig nicht wirklich viel zu holen da, aber du fährst halt an Palmen vorbei und hast von diesem mörderischen 55 Meter Outside Top Hat eine geile Aussicht über das Wasser, über den Yachthafen, über das komplette VRC. Hammer! Also die Aussicht ist echt geil und ja gut, ne, Palmen und alles, wenn man hier aus unserem Breitengrad kommt, ist das geil, macht Bock so, dann das wertet eine Bahn für uns schon mal auf im Verhältnis zu gar keiner Thematisierung in irgendeinem Laubwald. Ja, und ich habe das ja gerade schon mal kurz angesprochen, ich habe leider keine Offride-Aufnahmen für euch.
Denn die Bahn wurde halt nur für uns betrieben und wir sind halt dreimal gefahren und danach hatten wir für uns persönlich irgendwie den Anspruch oder das Bedürfnis, nicht nochmal zu fahren, weil jedes Mal das Ding abschießen kostet halt unendlich viel Geld und vor allem unendlich viel Strom und das wollten wir halt nicht. Wir wollten nicht so rumschmarotzern und wollten noch weniger sagen, ey, schick mal den Zug leer los, wir wollen mal eben hier filmen. Deswegen gibt es halt keine Off-Ride-Aufnahmen da für drei On-Ride-Perspektiven und ein paar Aufnahmen vom Track selbst. Wenn ihr auf Off-Ride-Aufnahmen scharf seid, guckt euch einfach On-Ride-Off-Ride-Video von iSpeed an, findet ihr auf jeden Fall auch auf dem Kanal. Sieht genauso aus. Auch von der Landschaft tut sich da nicht viel. Und viel mehr kann man zu der Bahn eigentlich gar nicht erzählen. Muss einfach, das ist einfach so eine Bahn, die sieht geil aus, die macht richtig, richtig viel Spaß, Fahrspaß ohne Ende. On-Ride sich davon anzugucken, finde ich auch interessant, weil das Ding halt irgendwie abgeht und die Möglichkeit habt ihr noch. Das Ganze gibt es nochmal als komplettes On-Ride-Off-Ride-Video auf dem On-Ride-Off-Ride-Kanal von Ride Review. Das ist der Ride View-Kanal. Guckt da mal vorbei, lasst da mal ein Abo, wäre auf jeden Fall mega nice von euch. Da könnt ihr euch das halt auch nochmal komplett reinziehen. Und vielleicht noch zu guter Letzt, bevor ihr anfangt, den Patrick zum VSC zu gucken, wurde ich auch gefragt, was besser ist. Also einmal kam die Frage, Grüße an Flavster, ob iSpeed oder Redfire. Das ist, glaube ich, ziemlich lang. So, die tun sich wirklich nicht viel. Wie gesagt, da gefühlt hat uns Redfire ein bisschen mehr gekickt. Aber ob Redfire oder Neffeskesen, und da muss ich sagen, obwohl Neffeskesen viel, viel, viel kürzer ist, finde ich Neffeskesen geiler. Wenn ihr euch jetzt fragt, was Neffeskesen ist, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen, denn dazu wird es dann auch noch ein Review hier auf diesem Kanal demnächst geben. Und ansonsten war es das jetzt zu Redfire im VRC. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr unten. Da bleibt mir direkt alles am Hals stecken, wenn ich das sage. Über Amazon einkaufen, das würde Ride Review unterstützen. Genauso gut könnt ihr Patreon werden und spenden für Ride Review. Ich habe schon gesagt, wenn jeder Abonnent 1 € im Monat dazu gibt, das merkt man nicht. Da können wir viel erreichen. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Es ändert nichts an dem Content. Es wird trotzdem jeden Tag um 18 Uhr ein mehr oder weniger qualitativ hochwertiges Video auf diesem Kanal geben. Das Ganze ist freiwillig. Und jetzt rechts auch hier. Ihr seid die Coolsten, ich bin raus. Euer Bro fürs Ride Review Videomagazin. Peace.